Putzen kann mit gutem Grund Stadt des Sports genannt werden. Einerseits gibt es eine ganze Reihe sportlicher Aktivitäten in allen Bereichen. Andererseits kann Putzen Top-Athleten und Top-Mannschaften in unterschiedlichsten Disziplinen und Epochen aufweisen. Die Bozner sind also in ihrer Mehrheit sehr sportbegeistert, sowohl was die aktive Ausübung als auch das sportliche Interesse betrifft. Auch die Zahlen sprechen in diesem Sinne eine eindeutige Sprache. Die Gemeinde Bozen verfügt über 45 Sportanlagen im engeren Sinne, die sie den Vereinen oder der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Des Weiteren verwaltet sie in Zusammenarbeit mit der autonomen Provinz Bozen 41 Schulsporthallen. Und diese Anlagen werden entweder direkt von der Gemeinde geführt oder zur Führung an Dritte übertragen, wie Sportvereine oder Genossenschaften, die dem Sektor zugeschrieben werden. Den Bozenern stehen also zahlreiche Sportanlagen zur Ausübung ihrer Disziplin zur Verfügung. Darunter natürlich Anlagen für weit verbreitete Sportarten wie Fußball, Schwimmen, Tennis oder Hallensport, wie Volley und Basketball, aber auch solche Nischendisziplinen wie Faustball, Badminton oder Squash in der Stadthalle in der Reschenstraße. Die Gemeinde Bozen führt heuer erstmals die Squashanlage im Ballersport direkt. Und zwar funktioniert das folgendermaßen: die entsprechenden Eintrittskarten können in den Gemeindeämtern in der Landschaftsstraße erworben werden und die Vormerkungen werden direkt in der Halle getätigt. Die städtischen Sportanlagen sind auch dank einer Tarifpolitik, die allen den Zugang zum Sport ermöglichen soll, voll ausgelastet. Es gibt Anfragen für bestimmte Sportarten, auf die leider noch nicht entsprechend geantwortet werden kann. Wie viele Sportvereine gibt es in der Stadt? 149 Vereine nutzen die gemeindeeigenen Sportanlagen und praktizieren dort ihre Trainings bzw. ihre Kurse. Und in diesem Sommer konnten wir im Lido die 155.000 Besucher überschreiten. Dies, obwohl der Saisonanfang im Juni durch das schlechte Wetter mehr als schwach war. Die Sportanlagen benötigen natürlich eine konstante Instandhaltung und müssen auch immer wieder erneuert werden. So wird zum Beispiel am Ende dieser Saison die Wanne im Hallenbad in der Trieststraße ausgewechselt und Sprungbrett und Turm erneuert. Diese Arbeiten stehen von Mai bis Oktober 2014 an. Am Ende der nächsten Badesaison im Herbst 2014 werden im Lido die Umkleidekabinen und die Magazine vollkommen neu und modern gestaltet. Dies ist, auch vom Finanziellen her, die Kosten von ca. rund 4 Millionen Euro, ein besonders wichtiger und aufwendiger Eingriff. Im Jahr 2014 steht auch die Neugestaltung des Koni-Sportplatzes in der St. Gertraudstraße auf dem Programm, der weiterhin die Heimat der Leichtathletik in Bozen bleiben wird. Weitere Arbeiten betreffen die Fußballplätze in der Sportzone Pfarrhof und in der Reschenstraße. Ein neuer Kunstrasen wird dort gemacht. Weitere Arbeiten betreffen die Fußballplätze in der Sportzone Pfarrhof und in der Reschenstraße mit einem neuen Kunstrasen. Was geschieht hingegen mit dem Drusus-Stadion? Zum Drusus-Stadion ist zu sagen, dass der Projektierungswettbewerb abgeschlossen ist und dass demnächst also der Projektant feststeht und wir somit damit rechnen können, dass die Arbeiten 2015 beginnen können.